wichtige Auswärtssieg. Bayernligameister 1860 München hat das Hinspiel in der Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga gegen den 1. FC Saarbrücken 3:2, 1:1 gewonnen. In Überzahl mussten die Löwen zwar zweimal den Ausgleich hinnehmen, kamen durch den zweiten Treffer von Sascha Mölders, 84. Minute, am Ende aber dennoch zum Erfolg. Mölders, 1. Minute, und Nico Karge, 47. hatten die Gäste jeweils früh in den beiden Halbzeiten in Führung gebracht. Tobias Jenicke, 44. und Patrick Schmidt, 75. sorgten vor 6.800 Fans im ausverkauften Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen für den Ausgleich der Gastgeber. Saarbrückens Kevin Behrens hatte in der 25. Minute für ein rüdes Foul die rote Karte gesehen. Saarbrücken kämpfte sich nach den Gegentoren immer wieder gut zurück in die Partie, vergab aber fast ebenso viele Torchancen wie die Münchner. Beide Mannschaften scheiterten auch an Latte und Pfosten. Das Rückspiel am Sonntag im Stadion an der Grünwalder Straße beginnt um 14 Uhr. Cottbus souverän, Uerdingen mit Minimalvorsprung. Auch der FC Energie Cottbus stetigt vor dem Aufstieg in die dritte Liga. Beim Regionalligameister aus dem Norden, der SC Weiche Flensburg, gewannen die Cottbusse 3:2, 3:0. Streli Mambe, 15. brachte Energie in Führung, die Maximilian Zimmer mit einem Doppelpack, 28.-37, ausbaute. Nach der Pause trafen Christian Jürgensen, 68. und René Guder, 90. für Weiche. Wir haben zu viele leichte Fehler gemacht, sagte Flensburg-Trainer Daniel Jokeleit zur Niederlage. Die Antwort war in der zweiten Hälfte aber okay. Was das für das Rückspiel bedeutet, wird man sehen. Wir haben nichts zu verlieren. Dem SV Waldhof Mannheim droht dagegen auch im dritten Aufstiegsversuch zur 3. Liga das Scheitern. Der ehemalige Bundesligist unterlag Questmeister KFC Uerdingen 0:1, 0:0 und benötigt nun im Rückspiel in Mannheim einen Sieg mit 2 Toren Unterschied. In den beiden vergangenen Jahren war der SV Waldhof jeweils in der Relegation gegen die Sportfreunde Lotte 2016 und den SV Meppen 2017 gescheitert. Den einzigen Treffer erzielte der ehemalige Hamburger Maximilian Beister in der 75. Minute.